Nein, du bist Silke Burt. Ich bin Silk Stockings. Nein, du bist Ulrike Renk. Und zusammen haben wir das Buch Schokolade ist auch nur ein Gemüse geschrieben. In Schokolade ist auch nur ein Gemüse geht es um die zwei besten Freundinnen, Silk Stockings und die Maya, die sehr weit voneinander entfernt wohnen, deren Herz aber ganz heftig füreinander, für andere Männer und für Schokolade schlägt. Es geht aber auch um Frauenfreundschaften, um die beste Freundin und wie man das Leben mit der besten Freundin meistert. Ich hatte ein kleines Spiel auf Facebook entdeckt, schreibe mir eine Zahl und ich sage dir, wer du bist. Das habe ich ein paar Mal gemacht, an die 20, 30 Mal und dann kam Ulrike und sagte, das ist so witzig, daraus müssen wir ein Buch machen. Dann immer auf Facebook, wie weit bist du? Mach weiter, ich warte auf Mail. Ja. Mach schneller. Ohne soziales Netzwerk hätten Ulrike und ich uns niemals kennengelernt. Wir haben uns das erste Mal im Internet getroffen. Und soziale Netzwerke machen sehr viel Spaß und machen auch sehr viel Sinn, weil man wirklich neue Leute kennenlernen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ich widme dieses Buch allen Schokoholikern, denn ein Leben ohne Schokolade ist möglich, aber völlig sinnlos. Und Schokolade ist ja eigentlich nicht wirklich ungesund, sie wird aus Kakaobohnen gemacht und Bohnen sind bekanntlich ein Gemüse.